Die Baumstruktur bietet uns noch einen dritten Weg, Steuerungselemente in unserem Skript zu beeinflussen. Beim Steuerungsskript musstet ihr einen separaten Regler mit den Steuerpins eures Skripts verbinden, während sich programmierbare Steuerungen auf ein natives Steuerungselement in der Komponente beziehen kann. Ihr könntet aber auch benannte Komponenten, named Components, verwenden. Eine benannte Komponente ist genau das, wonach es klingt. Eine Komponente, der du einen individuellen Namen gegeben hast. Ich ziehe zum Beispiel diesen Gain-Block in das Design und kann ihn dann nennen, wie ich will. Ich nenne meinen Robin Hood. Das sieht vielleicht nur nach einer einfachen Methode aus, Schemaobjekte zu kennzeichnen, aber im Hintergrund wird dieser Komponente eine Lua-Tabelle zugeordnet. Wenn du eine benannte Komponente auswählst und ins Tools-Menü gehst, findest du eine Option namens View Named Component Info. Diese öffnet eine Tabelle mit allen Steuerungselementen in dieser benannten Komponente. Hier sehe ich 4 Elemente, aus denen meine Gain-Komponente besteht. Links steht ihr Lua-Name, der rechte ist einfach eine Beschreibung der jeweiligen Steuerung. Bei einem einfachen Gain-Block wie diesem sind die Namen alle gleich, aber bei einem Matrix-Mischer sehen wir, dass sein Lua-Baum etwas komplizierter ist und die Beschreibung hilft dabei, die Steuerungselemente auseinanderzuhalten. Mit der Information dieser benannten Komponente könnt ihr nun eure Steuerungselemente aus jedem Lua-Skript heraus ansteuern, ohne dass ihr es mit diesem Skript verknüpfen müsst. Öffnen wir also ein Steuerungsskript. So sieht die Syntax aus: component.new und dann muss in Klammern der Name der benannten Komponente folgen. Da diese Kennzeichnung eine Textzeichenfolge ist, muss sie in Anführungszeichen stehen. Als nächstes müsst ihr eine eckige Klammer öffnen, um den Namen der Steuerung anzugeben, die in der benannten Komponente angesteuert werden soll. Auch hier wieder mit Anführungszeichen. Nachdem ihr das Steuerungselement selbst erfolgreich referenziert habt, könnt ihr die Baumstruktur fortführen und eine Eigenschaft auswählen. Ich ändere zum Beispiel den .value von Robin Hoods Mute-Steuerung auf 1. Wenn ich das Skript laufen lasse, sehen wir, dass es funktioniert. Ich würde dieses Steuerungselement durch eine Variable repräsentieren. Dieses Stück Code hier ist wirklich hässlich. Component.new, Klammern, Anführungszeichen, eckige Klammer, Anführungszeichen. Definieren wir einfach das ganze Ding mit der Variablen Mr. Gain. Jetzt kann ich den Bezug zu diesem Element allein mit MrGain.value oder MrGain.string herstellen. Das liest sich viel besser und ähnelt eher den anderen Baumstrukturaktivitäten, die ihr bisher kennt. Benannte Komponenten sind ein schlagkräftiges Mittel für den Zugriff eurer Skripte auf Steuerungselemente, und zwar ohne Verschaltungen oder programmierbare Steuerungen. Es bedeutet auch, dass sich beliebig viele Lua-Skripte auf dieses Steuerungselement beziehen können. Im Prinzip könnt ihr damit auf etwas Bezug nehmen, das gar nicht in eurem Skript steht. Allerdings gibt es derzeit keinen Block im Block-Controller, der ein Steuerungselement einer benannten Komponente repräsentieren kann. Ihr könnt aber trotzdem auf eine benannte Komponente zugreifen, indem ihr in die Kategorie System geht und den Lua-Block verwendet. Damit könnt ihr jeden Lua-Code eingeben, insbesondere für seltenere Features wie dieses, für die es keinen entsprechenden Block gibt. Ich gebe die Aktion ein, die ausgeführt werden soll, wie zum Beispiel eine Gain-Änderung auf minus 40. Nehmen wir in diesem Fall zur Abwechslung mal einen Trigger-Button aus dem Block-Controller. Ich nehme den OnControlChange-Block dieses Trigger-Buttons und füge meinen Lua-Code in den Do-Abschnitt ein. Wenn ich jetzt das Skript ausführe und den Trigger-Button drücke, empfängt die benannte Komponente den Befehl. So, das war's mit den benannten Komponenten. Im Control-Worksheet gibt es eine Aufgabe dazu und danach könnt ihr mit dem nächsten Video weitermachen.